Davut Productions. Piranha Bytes. Somit herzlich willkommen zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich hatte ursprünglich eigentlich gedacht gehabt, so wir spielen die Gothic Classic Variante. Dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und habe festgestellt, wenn man die Nacht des Raben spielt, dann ist das nur ein Add-on, das dazu zum Hauptspiel gepackt wird. Also dass es im Hauptspiel, also in Gothic Classic, halt mit drinne ist. Und das wollte ich dann jetzt mit euch mal starten, ein neues Abenteuer beginnen. Ich schalte mich dann schon mal wieder raus. A Javut Production. A Piranha Bytes Game. Ein einzelner Gefangener hatte das Schicksal von Hunderten geändert. Aber er zahlte dafür einen hohen Preis. Die Strafkolonie von Corinus. Hatte den Schläfer besiegt, die Barriere zerstört. Doch während alle anderen Gefangenen entkamen, blieb er in den Trümmern zurück. Der Turm von Xardas. Ich war es, der ihn gegen den Schläfer entsandte. Ich bin es, der ihn jetzt von dort zurückholt. Er ist schwach und er hat vieles vergessen. Aber er ist am Leben. Er ist zurück. Die Nacht des Raben. Da bist du ja wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch mal wiedersehen. Ich fühle mich, als hätte ich 3 Wochen unter Steinen gelegen. Na, so war das auch. Es auch. Nur die Magie deiner Rüstung hat dich am Leben gehalten. Ich hatte schon befürchtet, dich nicht mehr aus den Trümmern des Tempels befreien zu können. Aber genug davon. Jetzt bist du ja hier. Es gibt eine neue Bedrohung, um die wir uns kümmern müssen. Eine neue Bedrohung? Genug Zeit haben wir ja jetzt. Der Schläfer ist besiegt. Genug Zeit haben wir ja jetzt. Ich habe es geschafft. Der Schläfer wurde verbannt. Du hast ihn besiegt, das ist richtig. Aber den Krieg, der jetzt folgt, können wir nicht mehr aufhalten. Der Schläfer hat mit seinem letzten, wutentbrannten Schrei die Armeen der Finsternis in Bewegung gesetzt. Es war ein Befehl an alle bösen Kreaturen, ein Wort der Macht, dem sie alle gehorchen mussten. Sein letzter Befehl war, kommt, und sie kamen, alle, sogar die Drachen. Drachen? Es sind Kreaturen von uralter Macht. Ich kann ihre Gegenwart spüren. Selbst hier. Und sie haben eine ganze Armee von niederen Dienerkreaturen um sich geschart. Wo ist diese Armee jetzt? Die Armee lagert nicht weit von hier, im Minental von Corinus. Und sie bereitet sich auf den Angriff vor. Aber das ist nicht alles. Es gibt noch eine andere Bedrohung, von der ich erst kürzlich erfahren habe. Okay, die andere Bedrohung. Ich habe die Befürchtung, dass das gleich wieder ein Schwarzbild geben wird von OBS. Deswegen werde ich wahrscheinlich
diese Szene, die gleich kommen wird, wenn das spart sein sollte, separat nochmal irgendwie anders nach reinschneiden, dann nacheditieren. Aber schauen wir mal uns das an. Von welcher anderen Bedrohung sprichst du? Nach dem Fall der Barriere und der Verbannung des Schläfers ist Velias Zorn noch größer geworden. Ein mächtiges Artefakt wird wieder auf diese Welt zurückgeholt werden. Wenn der Gott der Finsternis seine Schergen auf die Suche schickt. Diese Suche hat längst begonnen. Belias Schergen entweihen die ältesten Heiligtümer der Götter. Die Wächter dieser heiligen Orte sind erwacht und ihr Zorn lässt die Erde erbeben. Alle mächtigen Magier auf dieser Insel spüren diesen Zorn. Und einige von ihnen sind mit Sicherheit schon dabei, der Bedrohung entgegenzutreten. Verbünde dich mit ihnen. Nur so können wir Belia Einhalt gebieten. Ja, es war wieder, wie vorausgesagt, Schwarzbild. Das werde ich jetzt nach editieren müssen. So, aber wir fragen, wir machen das halt hier nochmal, quatschen mit dem nochmal. Dann lass uns machen, dass wir hier wegkommen. Wenn wir fliehen, dann nur, um uns den Drachen später zu stellen. Mit der Hilfe der Soldaten und der Magier aus dieser Gegend können wir sie aufhalten, bevor sich ihre Armee vollständig formiert hat. Eine bessere Chance werden wir nicht bekommen. Okay, dann brauche ich Waffen. Ich brauche Waffen. Ich kann dir nur das Wenige geben, was ich hier habe. Sieh dich in meinem Turm um. Alles, was du gebrauchen kannst, gehört dir. Okay, was können wir tun? Diesmal schaffen wir es nicht alleine. Nur die Macht Innos kann uns gegen die Drachen helfen. In der Stadt Korinis, nicht weit von hier, lagert eine Gruppe von Paladinen. Sie verfügen über ein mächtiges Artefakt, mit dessen Hilfe wir die Drachen besiegen können. Sie nennen es das Auge Innos. Du musst dir dieses Artefakt besorgen. Berichte den Paladinen von der Bedrohung. Du musst ihren Anführer überzeugen, uns zu helfen. Und sobald du mit ihm gesprochen hast, musst du das Artefakt Belias finden. Es ist das Gegenstück zum Auge Innos. Es darf nicht in die Hände des Bösen fallen. Was genau ist das Auge Innos? Es ist ein Amulett. Der Sage nach hat Innos selbst einen Teil seiner Macht in dieses Amulett gelegt. Es wird dir einen Teil deiner verlorenen Kraft wiedergeben und uns helfen, die Drachen zu besiegen. Und es hat noch einige andere verborgene Fähigkeiten, doch dazu mehr, wenn du das Amulett hast. Warum sollten mir die Paladine das Auge Innos geben? Weil du derjenige bist, der dazu bestimmt ist, es zu tragen. Woher willst du das wissen? Es gibt eine Reihe von Gründen. Der wichtigste ist, du hast den Schläfer besiegt. Stündest du nicht in der Gunst der Götter, wirst du jetzt tot. Nehmen wir mal an, du hast recht und ich bin dazu bestimmt, das Auge Innos zu tragen. Woher wissen die Paladine, dass es so ist? Das Auge sucht sich seine Träger selbst. Sobald du es in die Finger bekommst und es dir anlegst, werden die Paladine nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Okay, und wie komme ich zur Stadt? Folge einfach dem Weg von hier aus durch die Berge. Die Stadt ist groß, du kannst sie nicht verfehlen. Aber sieh dich vor. Der Weg zur Stadt ist nicht ungefährlich und du bist noch lange nicht wieder so stark, wie du einst warst. Ja, das finde ich aber auch schade, dass ich will meine Erzrüstung wieder haben aus dem ersten Teil, ja? Ich werde so schnell wie möglich aufbrechen. Gut. Und eines noch. Verrate niemanden, dass du mit mir gesprochen hast. Vor allem keinem Magier.
Seit ich ins Exil gegangen bin, hält mich der Kreis des Feuers für tot. Und das ist auch gut so. Kapitel 1, die Bedrohung. So, warte mal. Können wir, wie viel können wir... Ich muss hier mal einmal was an der Steuerung machen. Steuerung. Kann ich hier die... Nee, wo war denn das? Bei Video wahrscheinlich hier auch nicht. Bei Spiel. Mausempfindlichkeit würde ich vielleicht ein bisschen höher setzen. So. Ja, ist schon mal besser. Womit denn? Wie, womit denn? Womit denn? Kann ich nichts mitmachen? Oh, hier haben wir eine Harpie. So, schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Hier können wir pennen. Ah, die Mausempfindlichkeit gefällt mir immer noch nicht. Einstellungen. So, machen wir immer noch. Machen wir mal ein bisschen höher. Schwerer Ast. Ah, ich kann einfach direkt mit Steuerung. Ich muss nicht einmal mehr nach vorne drücken. Das ist nicht derselbe Turm aus dem ersten Teil, oder? Das ist ein anderer Turm. Habe ich eine Karte? Ich habe keine Karte. Ein Trank? Belia-Statue. Beten. Ich will beten und spende 3 Lebensenergie. Ich will beten und spende 2. Ich will beten und spende nichts. Super. Geil. Das war jetzt super. Buchkommode. Er hat gesagt, alles, was ich hier finde, gehört mir. Ich finde hier aber nichts. Außer diesen Schlüssel und vielleicht noch ein paar Äste, die ich irgendwo unten gesehen hatte. Wir können aber jetzt auch mal speichern. Und machen wir hier. Ja, komm. So, dann können wir hier runter. Ich habe keine Ahnung, für was der Schlüssel jetzt ist. Aber das ist, glaube ich, nicht derselbe Turm wie aus dem ersten Teil von Xardas. Oder? So. Okay, kann ich doch alles mal mitnehmen. Und ja, Steuerung muss ich mich erstmal gewöhnen. Ist ein kleines bisschen anders. Oder scheint doch der... Oh, Gold. Scheint doch derselbe Turm zu sein. Oh, hier ist noch ein bisschen was. Nehmen wir mal alles mit. So, komm. Ein Gürtel. Snapperkraut. Was ist denn jetzt Snapperkraut? Also sonst liegt hier jetzt gar nichts mehr. Doch, das ist... Das ist der alte Turm. Oh. Das ist der Turm aus dem ersten Teil, ja.
So, wo haben wir... Wir hatten doch gerade irgendwo einen Gürtel eingesammelt. Habe ich hier irgendwas noch als Waffe? Hier, schwerer Ast. Ah! Okay, Ego-Perspektive gibt es hier auch. Dunkelpilz. Da haben wir ein Schaf. Ja, Mann. Da unten schon ein Wolf. Ich höre hier auch schon Goblins irgendwo in der Nähe. Da unten. Ich glaube nicht, dass ich jetzt... Wacholder? Dolch. Boah. Kommt der jetzt auch noch an? Wo ist denn der? Okay, nice. Der hat auch einen schweren Ast. Wo ist denn der? Da ist nichts zu holen. Okay. Boah. Ich hatte jetzt aber erwartet, dass der ein bisschen stärker ist. So, wo haben wir den Dolch? Da. Würde ich jetzt noch einmal speichern wollen. So. Ich höre hier auf jeden Fall noch irgendwo einen Goblin. Aber das ist doch nicht die alte Mine. Also die Minenkolonie. Da vorne ist ein Wolf. Ich hoffe, der ist jetzt nicht allzu stark. Ach, ein junger Wolf. Komm! Nichts zu holen. Okay, jetzt müssen wir eben... Lebensenergie. So, nochmal Lebensenergie. Okay. Sind wir zumindest wieder bei voller Gesundheit. Sieht aber schon auf viel, viel nicer aus mittlerweile hier. Muss man sagen. Sieht auch ein bisschen grüner aus. Oh. Avalon! Hey, du. Hast du Ärger? Ärger? Verdammt, ich weiß gar nicht, wo die sich alle versteckt halten. Du tötest einen und kurze Zeit später sind sie alle wieder da. Moment mal. Ich kenn dich doch. Du bist doch der Kerl, der mich damals im Minental ständig um Pfeile angebettelt hat. kann mich kaum erinnern. Dein Name ist Cavalon, richtig? Dein Name ist Cavalon, richtig? Ah, ich sehe, du hast mich nicht vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben in der verfluchten Kolonie. Wo willst du eigentlich hin? In die Stadt. Zurück ins Minental. Ich habe kein bestimmtes Ziel. Nein, ich habe momentan wirklich... Ich habe kein bestimmtes Ziel. Du willst es mir nicht sagen, was? Auch gut. Interessante Rüstung, die du da trägst. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich sitze hier fest. Wenn diese verdammten Banditen nicht gewesen wären, wäre ich gar nicht hier. Was war denn mit den Banditen? Was war mit den Banditen? Hast du die letzten Wochen verschlafen? Ich rede von dem ganzen Gesindel aus der Strafkolonie, das sich hier in der Gegend breit macht. Plündern und morden, was das Zeug hält. Kann froh sein, dass sie mich am Leben gelassen haben. Ich habe einen Moment nicht aufgepasst. Da haben sie mir von hinten ins Übergezogen. Keine Ahnung, wie ich jetzt meinen Kram wiederkriegen soll. Du wurdest von Banditen ausgeraubt? Komm, ich du will dir helfen. Von Banditen ausgeraubt? Ja, niedergeprügelt und den Goblins zum Fraß vorgeworfen haben sie mich. Es waren verflucht wichtige Sachen. Ein Brief und mein ganzes Geld. Ich muss es unbedingt wiederhaben. Aber ohne Rückendeckung gehe ich da nicht mehr hin. Dieses feige Lumpenpack. Ich kann dir bei der Sache mit den Banditen helfen. Kann ich dir bei der Sache mit den Banditen helfen? Vielleicht. Aber so abgemagert wie du aussiehst, hast du seit Wochen kein richtiges Schwert mehr in den Händen gehalten. Nun, ich habe wohl keine andere Wahl, als dein Angebot anzunehmen. Meine Zeit wird knapp, also pass auf. Den Weg hier runter ist eins dieser dreckigen Erdlöcher, in denen sich die Banditen gerne verstecken. Die Kerle dort sind genau die, die meinen Kram gestohlen haben.
Sag Bescheid, wenn du bereit bist, und dann schnappen wir uns das Lumpenpack. Ja, ich brauche eine bessere Ausrüstung. Ich brauche bessere Ausrüstung. Sehr viel haben die Schweine mir nicht gelassen. Ich kann dir ein Wolfsmesser geben. Reicht dir das erstmal? Messer ist gut. Aber wie steht's mit Heilung? Ich hätte hier noch zwei Heiltränke. Interesse? Jo. Klar, her damit. Okay, lass uns die Kerle aufmischen. Alles klar. Halte mir einfach den Rücken frei, okay? Okay. Jetzt werden die ihr blaues Wunder erleben. So, schwerer Ast nehmen wir noch mit. Nichts zu plündern. So, okay, dann jetzt hinterher. Das hast du verdient, geil. Mistkerl. Boah, gucken, was der hat. Einen schweren Ast. Ernsthaft? Du arme Wurst, hast ja nicht... Der hat ja so gut wie gar nichts mit. Oh, Kavalon macht schon alles selber. Ich sammle nur die Erfahrungspunkte mit ein. Okay. Gibt's hier noch was zu holen? Zu looten? Dunkelpilz? Jo, die Erfahrung krieg ich. Nice. Das hast du verdient, Mistkerl. So, was hat der? Nagelknüppel. Du arme Wurst, hast ja nicht mal Gold dabei. Stimmt, hier ist jetzt... An mich. Hm? So, das wäre erledigt. Ha, sie hätten sich eben nicht mit mir anlegen sollen. Dann kann ich jetzt endlich meinen Auftrag erledigen. Hab schon viel zu viel Zeit verloren. Was für ein Auftrag? Ja, ich muss erst in die Stadt und dann später... Ich weiß nicht, wie ich das alles rechtzeitig schaffen soll. Was ist mit mir? Warum eigentlich nicht? Du könntest den Brief in die Stadt bringen. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, mich um meine Ausrüstung zu kümmern. Einer der Banditen müsste den Brief in seiner Tasche haben. Bring ihn zu Vatras, dem Wassermagier der Stadt. Du wirst ihn im Adanos-Tempel treffen. Er predigt dort den ganzen Tag. Sag ihm, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Und wenn er dich fragt, wo ich bin, sag ihm einfach, ich bin schon zum Treffpunkt aufgebrochen, okay? Ach ja, eins noch. Kauf dir bei den Bauern erstmal ein paar anständige Klamotten. Sonst hält dich noch jemand für einen Banditen. Hier hast du ein paar Münzen. Ah, geil. Kannst du mir was beibringen? Sicher, das weißt du doch. Mensch, dir haben sie ja ganz schön zugesetzt. Du kannst dich an gar nichts mehr erinnern, was? Nö. Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen? Was kann er mir beibringen? Einhandwaffen, Bogen, Schleichen. Okay, aber wir haben ja momentan nichts. Interessante Rüstung, die du da trägst. Gehörst du nicht mehr zu den Schatten? Schatten? Die gibt es seit dem Fall der Barriere nicht mehr. In dem Moment, als wir endlich das Minental verlassen konnten, gab es für mich keinen Grund mehr daran festzuhalten. Ich arbeite jetzt für die Wassermagier. Ich gehöre zum Ring des Wassers. Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Mir ist es eigentlich nicht erlaubt, darüber zu sprechen. Alles, was ich tun kann, ist, dich zu Vatras zu schicken. Er ist der Vertreter der Wassermagier in Korinnes. Am besten, du redest mit ihm. Sag ihm, du kommst von mir. Vielleicht nimmt er dich aber ganz auf. Wir brauchen dringend mehr gute Leute. Ja, okay. Waren du und deine Leute damals nicht mit den Wassermagiern verfeindet? Die hirnverbrannten Zeiten von damals sind vorbei. Es gibt kein neues Lager oder altes Lager mehr. Jetzt, da die Sträflingskolonie nicht mehr existiert, ist jeder auf sich allein gestellt. Die meisten von uns ehemaligen Gefangenen werden immer noch verfolgt. Die Wassermagier konnten erwirken, dass mir meine Strafe erlassen wurde und ich mich jetzt frei bewegen kann. Ah, was machen die Wassermagier jetzt? Sie sind an einer großen Sache dran. Es geht um einen unbekannten Teil der Insel. Ein unbekannter Teil? Wo soll der liegen? Mehr darf ich dir nicht sagen. Sprich mit Vatras in Korinnes. Ja, ich hatte jetzt eher erwartet, er würde mir sagen, so, wenn das bekannt wäre, dann könnte ich dir das sagen, wo es ist. So was in der Richtung hatte ich jetzt erwartet. Beide? Kann ich nicht irgendwie mehr nehmen? Ich kann das jetzt nur so machen, ne? Was? Ich habe einen Bogen? Nein. Bogen bitte. Wir haben jetzt schon Bogen. Ah, oh, nice. So, warte mal. Der gibt 5 Schaden und benötigt 5 Stärke. Er gibt 25.
Warte mal, wo kann... Hier kann ich sehen, ne, wie viel Stärke ich habe. Stärke 15. Geschick 10. Mhm. Gibt es hier sonst noch was? Habe ich eigentlich den Brief jetzt? So, da. Steckbrief, ein Bild von mir, was? Ich werde gesucht. Okay. Versiegelte Botschaft. Okay, das. Und eine Nachricht. Haltet alle Männer auf, die aus den Bergen kommen. Falls jemand den Pass entlang kommt, ist das wahrscheinlich ein alter Mann. Lasst euch nicht von ihm täuschen. Er ist ein gefährlicher Hexer. Behaltet den Kerl im Auge. Kann gut sein, dass der Typ, den wir suchen, mit ihm Kontakt aufnimmt. Mit diesem Brief schicke ich euch 30 Goldstücke. Nochmal 30 bekommt derjenige, der den Mann tötet. Bringt seinen Kopf zur alten Mine, dem Großbauer. D. Okay. Speichern wir aber trotzdem mal. Bravo. Nichts zu plündern. So, und dann gehen wir mal hier jetzt wieder raus. Den haben wir schon geplündert. Da ist schon der nächste. Komm, triff den doch. So, jetzt haben wir den. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts mehr zu holen. Ja, an die Steuerung muss ich mich jetzt auch erstmal ein bisschen mehr gewöhnen. Hier ist ein bisschen anders. Beziehungsweise wir können auch mal testen, ob das hier auch vielleicht mit dem Controller funktioniert. Nee, Controller-Steuerung gibt es hier nicht. Schade. Das wäre cool gewesen. Könnte ich hier jetzt mit Controller steuern. So, was haben wir hier? Wasser. Fischsuppe. Gold. Ein Apfel. Nochmal Fischsuppe. Hier Innostatue. Beten. 50 Goldstücke. Ich will beten und spende 0 Goldstücke. Innos, dank für dein Gebet. Was? Nach Korinnes. Geht's dahin? Hätte jetzt aber gerne wirklich die Blutfliegen. Und noch ein Wolf. Ja. Kleine Blutfliege. Jo, komm. Ja. Und schon draufgegangen. So, dann laden wir. Hier waren wir zuletzt. So. Gut, müssen wir jetzt nochmal alles einsammeln, aber egal. Okay, interessant, wie wir hier springen. Bei den Innos brauchen wir nicht nochmal zu beten. Wir sammeln das jetzt nur ein, was der da hat. Genau, den müssen wir jetzt nochmal erledigen. Komm. So. Wir könnten aber auch mit Bogen mal anfangen. Hier gibt's nichts. Okay, den treffen wir nicht. So, das nehmen wir wieder mit. So. Gold noch und die Blauflieder. Da ist ja jemand. Hey, Fremder.
Ich habe gesehen, wie du aus den Bergen gekommen bist. Du kannst froh sein, hier nicht vor 3 Wochen vorbeigekommen zu sein. Wir hätten dich für einen entlaufenen Sträfling gehalten und mit denen haben wir kurzen Prozess gemacht. Du siehst ganz schön fertig aus. Was willst du hier? Ich wurde in Bergen von Banditen überfallen. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. Brauche bessere Ausrüstung. Ich wurde in den Bergen von Banditen überfallen. Dieses Dreckspack. Wahrscheinlich waren es dieselben Mistkerle, die letzte Nacht eins von unseren Schafen geholt haben. Du hast ganz schön Glück gehabt. Die meisten kommen nicht mit dem Leben davon. Die Banditen werden dir keinen Ärger mehr machen. Warum? Sind sie tot? Sie haben sich mit dem falschen Mann angelegt. Innos sei Dank. Hier, es ist nicht viel, aber du sollst es haben. Ich werde den anderen davon erzählen. Ah, nice. Ich brauche bessere Ausrüstung. Kann ich mir schon vorstellen, aber ich sag dir gleich, zu verschenken haben wir hier nichts. Wenn du für das, was du willst, bezahlen kannst, wird Lobert dir was verkaufen. Ansonsten geh zu ihm und frag ihn, ob er Arbeit für dich hat. Ja, wo finde ich Lobert? Na, auf dem Hof natürlich. Der Hof gehört ihm. Und komm ihm ja nicht krumm. Er hat schon so manchen Streuner von seinem Hof geprügelt. Ja, ich bin auf dem Weg in die Stadt. So wie du rumläufst, wirst du die Wachen bestechen müssen, damit sie dich reinlassen. Und du musst wissen, was sie hören wollen. Und das wäre? Na, zum Beispiel, dass du von Loberts Hof kommst und in der Stadt zum Schmied willst. Aber das wird dir nichts nützen. Du siehst nicht aus wie ein Bauer. Verstehe. Ah, ich muss weiter. Okay, wir müssen... Ah. Oh. Jetzt ist der Wolf auch noch. Gut gemacht. Ein Drecksvieh weniger. Und da sind jetzt auch noch die Blutfliegen. Komm, einer. Einer soll von euch herkommen, ja? Nein, nur einer. So. Ein Mistvieh weniger. Der nächste, bitte. Komm. Nein, nicht beide. Einer. Ach, komm schon. Wer von denen kommt jetzt? Wir wechseln mal auf den Bogen. Nee, den. Den treffe ich ja gar nicht mal. Der ist aber tot, okay. Und Stufe aufgestiegen. Nice. Das müssen wir speichern. So, das dauert noch ein bisschen. Und dann noch die beiden Wölfe. Zumindest einen davon. Das sind junge Wölfe. Ja, komm. Triff den. Okay, boah, das war jetzt knapp. So, dann können wir jetzt eben... Komm, gönnen wir uns mal den Käse und die Suppe. Lebensenergie plus 8 sogar das Wasser. So. Nice. Und dann würde ich sagen... In der nächsten Folge machen wir uns mal auf den Weg zu Lobert. Quatschen den mal an, dass wir Arbeit brauchen. Ich höre hier irgendwo Goblins. Hier. Okay, dann machen wir den jetzt eben. Noch schnell. Und dann würde ich sagen, jetzt in der nächsten Folge machen wir uns auf den Weg zu Lobert. Und versuchen mal herauszufinden, wie wir hier weiter vorankommen. Ich finde es aber echt viel schöner jetzt, wie es hier aussieht, als im ersten Teil. Grafisch auf jeden Fall. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.